Jetzt kommen wir zum Samstag. Und da seid ihr beide mit im Boot, denn ihr wart beide vor Ort, meine ich, oder? Ja. Also, dann könnt ihr da schön mitreden. Da hat der VfB 3:0 gegen St. Gallen gewonnen, beziehungsweise eigentlich hat Hamadi Al-Ghadoui 3:0 gegen St. Gallen gewonnen. Vor knapp 1300 Zuschauern. Und das vielleicht mal die erste Frage an euch. Wie war es denn, jetzt nach so langer Zeit mal wieder mit Kulisse ein Fußballspiel sehen zu dürfen? Also aus meiner Sicht herrlich, das war wunderbar, da war das Spiel fast zweitrangig, das Ergebnis war natürlich auch sehr, sehr schön, aber überhaupt mal wieder, ja, bei bestem Wetter dann auch noch, da im Schliens zu stehen und den VfB spielen zu sehen, mit anderen Leuten, die man nicht kennt, die man kennt, mit denen ins Gespräch zu kommen, sich ein Bier zu holen, das hat sich schon wieder ganz, ganz wunderbar angefühlt. Und was ich ganz, ganz witzig fand, ich stand dann da, hab das Spiel geguckt und links neben mir stand eine Familie mit 3 Kindern und dann habe ich hingeguckt und nochmal geguckt, dann habe ich gemerkt, das sind meine Dauerkartennachbarn in Block 47. Ach so. Ne? Okay. Und die habe ich ja auch seit ewig nicht gesehen und die standen dann direkt neben mir und das fand ich, war irgendwie so ein Zeichen, dass jetzt auch wieder dann vor Zuschauern gespielt werden muss, mit klar, getestet, genesen oder geimpft und so weiter, aber das wurde auch ganz gut kontrolliert. Mit der Maskenpflicht am Platz war es jetzt nicht ganz so bestellt, aber es war auf jeden Fall mal wieder schön, im Stadion zu sein. Wie hast du es erlebt? Ich fand es auch toll, schon im Vorfeld des Spiels auf dem Weg dahin, wenn du Leute im Trikot siehst und kleine Jungs mit der Fahne in der Hand oder so. Einfach großartig, auch wenn das natürlich nicht in diesen Dimensionen war, wie sonst üblich. Aber das hat mir schon ein super tolles Gefühl gegeben. Und es hat auch Spaß gemacht, so das Spiel anzuschauen. Ich hatte ein bisschen das Pech, dass der Platz, den ich hatte, mir hat 2 Stunden lang die Sonne aufs Hirn gebrezelt. Das war wirklich, ich hatte, glaube ich, echt einen Sonnenstich danach. Und ein bisschen bedauert habe ich auch, dass uns das Ordnungspersonal ein wenig frühzeitig und ein wenig unwirsch zum Nachhausegehen aufgefordert hat. Denn das war eine Viertelstunde oder 20 Minuten nach Spielende schon der Fall. Aber gut, man muss das so hinnehmen. Ich glaube, du hast das sogar mit einem Tweet kommentiert, Sebastian. Als Querulant sozusagen. Ja, genau, als Querulant. Aber ich meine, es war wirklich das erste VfB-Spiel vor Publikum seit Gefühl Ewigkeiten und dann stehst du wirklich, es war wirklich nicht eine Stunde nach Abpfiff und auch nicht eine halbe Stunde, es waren, glaube ich, wirklich 20 Minuten nach Abpfiff, unterhältst dich und trinkst noch ein Bier und dann schiebt dich halt wirklich dann der Sicherheitsdienst raus mit den Worten, wir wollen auch mal Feierabend machen. Wo ich auch dachte, dann hätte der VfB vielleicht noch eine Stunde mehr zahlen können oder so, dass die Leute vielleicht noch irgendwie so ein bisschen mit dem Stadion sein können. Sie sind doch froh sein, dass sie wieder arbeiten dürfen. Also jetzt die ganze Zeit auch Opfer der Pandemie. Nein, Spaß beiseite. Ich denke mal, da kann ich noch mit leben. Ich war ja nicht dabei. Aber spätestens dann beim ersten Heimspiel gegen Greuther Fürth, da möchte ich dann mindestens eine Stunde extra noch im Stadion rumstehen dürfen. Also das nehme ich mir einfach aus. So, da laufe ich dann oben durch den Umlauf die ganze Zeit, können Sie mich mal jagen. Wobei momentan bin ich in schlechter Verfassung. Wahrscheinlich dauert das die ganze Zeit. Aber die ja auch meistens. Das stimmt allerdings. Vielleicht kriegen Sie es bis dahin, dass Sie mich zumindest einholen. Ihr habt nachträglich nochmal auf VfB-TV angeschaut, das Spiel? Tatsächlich nicht. Nein, muss ich. Super, dann komme ich wieder jetzt ins Spiel. Und jetzt kommt für mich ein Punkt, ja. Ich habe gerade eben den Röschel und den Laser nicht kritisiert, aber ich fand es ein bisschen langweilig, wie die kommentiert haben. Aber ich lasse mir wirklich in der Saison jedes Spiel von diesem Kommentatoren-Duo kommentieren, wenn ich nicht mehr den Kommentator vom vergangenen Samstag hören muss. Und ich sage gleich dazu, ich habe mir wirklich vorgenommen, nicht so oft VfB-TV zu kritisieren, weil ich an und für sich dankbar bin, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, so Testkicks anzuschauen. Ich finde es ja cool, dass es das überhaupt gibt. Ja, also es ist für mich auch keine Selbstverständlichkeit. Das kostet auch Geld. Der VfB verdient damit nicht allzu viel. Man muss aber fast schon sagen, zu Recht. Also es ist so schlecht. Also das fing damit an, dass die Tonspur nicht synchron war mit dem Bild. Da kriege ich sowieso schon eine Meise, ja. Also wenn ich das Bild, wenn ich praktisch das Spiel sehe, dann pfeift der Schiedsrichter. Ich denke zuerst, es ist jemand aus dem Publikum und irgendwann erkenne ich, jetzt hebt der Schiedsrichter die Hand. Und dann weiß ich, nein, es ist tatsächlich die Tonspur, die nicht mit dem Bild synchronisiert wurde. Dann dachte ich mir, jetzt schaue ich mir das mal bei den Kollegen von St. Gallen an, die das ja auch übertragen. St. Gallen TV, ne? War ja auch perfekt. Stark. Da denke ich mir, die sind noch nicht mal vor Ort oder beziehungsweise die stellen das Signal nicht, sondern es kommt ja vom VfB, denke ich mal. Die haben ja dieselben Bilder. Mhm. Ja, die greifen das Signal ab, liefern ihren eigenen Ton dazu und es passt perfekt. Dann habe ich mir das Spiel 90 Minuten lang auf Schweizerdeutsch reingezogen, was auch unterhaltsam war, muss man sagen. Aber oftmals dann doch schwer zu verstehen, was sie so erzählt haben. Übrigens waren die wahnsinnig zufrieden mit der ersten Halbzeit, waren der Meinung, sie haben die besseren Chancen gehabt und der VfB hat halt so vor sich hingekickt, so ein Stück weit. Also aus meiner Position sah es ja auch so aus, als hätte St. Gallen einen Elfmeter bekommen müssen.
Ja, war es aber nicht. Das kann ich schon mal auflösen. Okay. Es war vor der Strafraumlinie. Ich weiß, was du meinst. Auf der rechten Seite des Strafraums, genau, gab es kurz vor der Halbzeit, ja. Genau. Ich dachte es auch. Auch die Schweizer dachten das. Und dann wurde die Zeitlupe eingeblendet. Und dann hat der eine Schweizer gesagt, ja gut, überlegt euch nochmal so in der Art. Also die waren sehr amüsant. Ich war nur verwundert, weil der Schiri hatte dann, glaube ich, zum Freistoß den Ball auf die Linie draufgelegt, wo ich dachte, naja, wenn da das Foul war, dann war es halt Elfmeter, ne? Ja, es war kurz davor. Oder ja, also es war zumindest nicht eindeutig erkennbar, okay, dass es auf der Linie war. So würde ich es mal ausdrücken. So, dann habe ich mir das Spiel angeschaut. Dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich es mir für die Analyse auf VfB-TV an. Das ging die komplette Zeit so weiter. Der Ton stimmte nie mit dem Bild überein. Das ist für mich eine Katastrophe. Aber sei es drum, noch schlimmer wurde es dann. Du hörst diesen Kommentator, wie er die ganze Zeit von unserem VfB spricht und von unserem Scouting. Und dann gleichzeitig hörst du die ganze Zeit, wie er im Hintergrund gerade die Vita von Hamadi Al-Ghadoui durchklickt und nicht so richtig weiterkommt und dann erzählt, bei welcher, wie heißt es, Berateragentur er ist, wie viele Tore er für Bonn geschossen hat. Also du hörst richtig, wie er wirklich bei Transfermarkt die einzelnen Jahrgänge durchklickt und dann sagt, und da hat er dann in der Regionalliga 16 Spiele gemacht und 3 Tore geschossen. Es ist einfach unerträglich und noch schlimmer ist es für mich, wenn sie dann so tun, als wären sie die größten VfB-Fans. Du musst doch nicht ein VfB-Fan sein, um bei VfB-TV ein Spiel zu kommentieren. Das will ich noch nicht mal. Du kannst einfach nur ein Spiel kommentieren und kannst halt einfach nur ein Kommentator sein. Ist doch völlig okay. Aber dann versuch doch nicht mir klarzumachen, dass du der größte VfB-Fan bist, aber null Ahnung hast. Dann geht's los mit Borna Sosa. Dann erklärt er uns, dass Borna Sosa ja sich gefreut hätte, hätte Jogi Löw ihn mitgenommen zur EM. Wo ich mir denke, also hat er es nicht mitbekommen, dass es nicht ganz funktioniert hat aus irgendwelchen Gründen? Nee, er erzählt die ganze Zeit, ja, aber das kann ja noch kommen und so. Und dann denke ich mir, das kann nicht dein Ernst sein. So. Und der letzte Punkt, und dann reden wir über Spiel, ist die Kameraführung. Also ich weiß nicht, ob ihr Videos kennt von 16-jährigen besoffenen Jugendlichen, die nach einer durchzechten Nacht noch eine Prügelei filmen wollen. Also man erkennt eigentlich nichts und hört die ganze Zeit nur was. So waren die ersten 20 Minuten. Du hast ein Bild gehabt, ich war mir nicht ganz sicher, ob der jedes Mal irgendwie von seinem Hochsitz gerade gefallen ist, der Kameramann, oder ob das Kunst sein sollte. Es war zeitweise nicht zu erkennen, was er jetzt filmen wollte. Es war einfach eine Katastrophe. Und ich finde, selbst mit wenig eingesetzten finanziellen Mitteln, geht das besser. Ich muss es einfach so sagen. Und ich hoffe, dass das nicht der Standard ist für die kommende Saison. Deswegen ist ja zumindest das Bild von der DFL. Ja. Aber der Kommentar kommt wahrscheinlich wieder vom VfB. Aber das muss einfach besser werden. So, jetzt habe ich mich ja ausgekotzt. Ich verspreche euch, es ist das letzte Mal, dass ich mich über VfB-TV aufrege. Denn es war ja auch noch umsonst, muss man dazu sagen. Also ja, aber es geht besser. Fragt mal in St. Gallen nach. Die haben es hinbekommen. Gut, jetzt aber zum Spiel. Und also was man aus meiner Sicht direkt gemerkt hat, war, dass die Mannschaft schon irgendwie eine harte Trainingswoche in den Beinen hatte. Also sie waren nicht ganz so aktiv, das Spiel war nicht intensiv, sie waren auch nicht so extrem laufbereit, jedenfalls nicht alle, wie man das vielleicht sonst erwarten würde von so einer Mannschaft. Wie habt ihr es jetzt grundsätzlich gesehen? Man muss es, glaube ich, in beide Halbzeiten aufteilen, weil es halt zwei unterschiedliche Mannschaften waren. Marc, ich fange mal mit dir an. Wie hat dir die erste Halbzeit gefallen vom VfB? Also ich kenne das ja aus eigener Erfahrung und ich weiß, wie mühsam das ist, wenn du in dieser wirklich Grundlagentrainingsphase dann so ein Spiel hast. Das fällt unglaublich schwer, ja. Und da ist an ein befreites Aufspielen nicht zu denken und das hat dann genau den Effekt, den du jetzt eben beschrieben hast. Und ich finde, dafür haben sie es eigentlich ganz gut gemacht und zum aktuellen Stand der Vorbereitung, finde ich, kann man da voll zufrieden sein. Fand es auch super, dass er bis auf den Torwart, was wir ja vorher gesagt haben, aus bestimmten Gründen komplett durchgewechselt hat. Also ich fand es ein durchaus gelungenes Spiel in jeder Hinsicht. Was ich auch noch interessant fand, war mal zu sehen, wie Matarazzo die Mannschaft taktisch weiterentwickeln möchte. Das hat er ja angesprochen, dass die Vorbereitung dazu genutzt werden soll, da sich auch taktisch weiterzubilden, sage ich jetzt mal. Und was mir gleich aufgefallen ist, dass der VfB eigentlich die ganze Zeit bemüht war, das Spiel breit zu halten. Breiter als sonst. Sonst hat man ja ganz oft überlagert, dann die Verlagerungsbälle geschlagen und dann hat zum Beispiel Borna Sosa die Flanken reingehauen oder der Silas ist auf der rechten Seite durchmarschiert. Das war ja so ein, ich würde fast schon sagen, ein stilistisches Mittel, was sich so durchgezogen hat. Diesmal hat man versucht, grundsätzlich breiter zu stehen. Auch gegen den Ball stand man relativ breit. Die Ketten waren allerdings sehr kompakt oder sehr eng beieinander. Also das hat mir schon mal, oder das fand ich immer interessant zu sehen, dass der VfB offensichtlich dominanter auftreten will, weil so interpretiere ich das zumindest, dass man jetzt nicht nur diese Überraschungsmomente sucht, sondern selber den Ball haben möchte und sich über Ballbesitz und gutes Passspiel, über Tempo, über Einzelaktionen, Dribblings und so weiter zu Chancen kommen möchte. Das hat mir ganz gut gefallen. Ist dir das auch so aufgefallen, Sebastian?
von deinem Platz. Ja, genau, ja, tatsächlich, weil ich finde, St. Gallen war deswegen ein ganz guter Gegner, weil ich glaube, in der kommenden Bundesliga-Saison wirst du viele Gegner haben, die so gegen den VfB versuchen, erfolgreich zu sein, weil St. Gallen, ich weiß es nicht, wie die ihre Mannschaft neu zusammengekauft haben oder ob die eingespielt sind, weil sie wirkten auf jeden Fall defensiv recht gut abgestimmt und haben es dem VfB da auch schwer gemacht. Der VfB hat ja auch in der ersten Halbzeit kaum echte Torchancen rausarbeiten können, hat es aber, du hast halt ein anders angelegtes Spiel gehabt, also sehr dominant halt, vielleicht auch weniger Tempo in Einzelaktionen, sondern halt wirklich mit mehr Ballbesitz, und ich glaube, das wird uns in der kommenden Saison halt häufiger begegnen, und so ein Gegner schon gegen Fürth, dann vielleicht gegen die Aufsteiger halt generell, und man weiß jetzt ja auch, wie der VfB spielt, und das wird nicht einfacher werden in der kommenden Saison, deswegen fand ich das einen ganz guten Gradmesser mal, weil St. Gallen ja stand kompakt und hatten auch Bock, irgendwie gegen den VfB zu spielen, haben nicht viel irgendwie experimentiert, sondern die wirkten irgendwie sehr gefestigt. Ja, was mir noch aufgefallen ist, war halt, dass sie nicht ganz so schnell waren und auch relativ viele Fehler gemacht haben. Also das kam dem VfB natürlich schon entgegen. Ja. Was du gesagt hast, sie stehen kompakt, das war auf jeden Fall so. Ab und zu pressten sie auch mal früh, haben dann manchmal, wie gesagt, früher, manchmal später ausgelöst. Und der VfB hat das aber ganz gut, fand ich, gelöst. Erstmal durch ein gutes Passspiel hinten raus. Und wenn das nicht funktioniert hat, gab es mal geschippte Bälle über die erste Kette. Auch das hat ganz gut funktioniert. Und ja, du hast dann schon ab und zu auch mal so Umschaltmomente gehabt von St. Gallen. Aber da kam eben genau das zum Tragen, was ich gerade eben gesagt habe. Sie waren zu langsam und spielten zu ungenau. Da hast du dann schon die mangelnde Qualität gesehen. Genau, also, offensiv war da nicht so viel los, ja, also bei denen auch nicht. Ja. Sie hatten ja auch immer mal wieder, ich sag mal, gute Ball- oder Raumgewinne durch Longline geschlagene Bälle. Das fand ich, haben sie immer ganz gut gemacht, aber kam dann nie in den Strafraum rein. Also da war eigentlich immer Endstation. Das wurde sehr kompakt und sehr zielstrebig, möchte ich mal sagen, verteidigt. Das hat der VfB richtig gut gemacht, war ja auch eines der Qualitätsmerkmale in der abgelaufenen Saison. Und das hat super funktioniert, fand ich. Und was mir auch noch positiv aufgefallen ist, und da nehme ich auch mal wieder Marc jetzt hier mit rein, weil der kann davon wahrscheinlich auch ein bisschen berichten. Du merkst, dass sich die Neuen leichter integrieren in die Mannschaft und auch mutiger auftreten. Ich habe bei Testspielen in den letzten Jahren oft auch das Gefühl gehabt, dass gerade nach Spielzeiten, die nicht so gut liefen für den VfB, dass die Mannschaft nicht so mutig gespielt hat, selbst gegen unterklassige Gegner. Erstmal so ein bisschen, ich möchte nicht sagen verwaltet hat, aber jetzt sagen wir einfach nicht so ins Risiko gegangen ist. Und du hast jetzt das Gefühl, die sind einfach selbstbewusst und wissen, sie sind spielstark und trauen sich was. Und das überträgt sich auf die jungen und auch neuen Spieler. Habe ich das richtig beobachtet? Also darauf würde ich das zurückführen. Die letzte Saison hatte ganz bestimmt eine Signalwirkung an junge Spieler, an neue Spieler, denn wir hatten ja auch die Situation, dass sich Spieler in den Vordergrund gespielt haben, die vorher keine große Rolle gespielt haben, und die Jungs sehen, das ist hier möglich und ich bekomme hier auch die realistische Chance, das schaffen zu können, und das hat eine Signalwirkung und das spürt man. Die haben Lust, und das hat ganz viel mit einem Geist einer Mannschaft zu tun und was auch von außen da vermittelt wird. Also da scheint ganz, ganz vieles extrem gut und extrem richtig zu laufen. Das war auch mein Eindruck in der ersten Halbzeit, das möchte ich auch noch ganz kurz erzählen, stand Mosanko vorne im Sturm, hinter ihm spielten Förster und Beas, und was da auch interessant zu beobachten war eben, dass beide Achter, nenne ich sie jetzt mal, situativ als hängende Spitze agiert haben, manchmal sogar beide, und somit haben sie die Innenverteidiger binden können. Und einerseits hatte dann der VfB die Möglichkeit, über außen zu kommen. Auch hier, da sprechen wir gleich nochmal über Massimo, der diese Chance nicht immer so genutzt hat. Ein Clinton Mola ist grundsätzlich defensiver ausgerichtet, aber hat es dann immer mal wieder versucht über den Flügel. Fand ich fast schon teilweise besser als Massimo. Wobei auch hier gucke ich vielleicht zu genau drauf, muss ich sagen, weil ich von Massimo noch mehr erwarte. Aber trotzdem fand ich die Strategie, einfach die Innenverteidiger A zu binden oder dann natürlich auch, wenn du es sehr breit machst, auseinanderzuziehen, dann Räume zu schaffen für nachrückende Spieler. Ein Ahamada hat sich manchmal mit nach vorne getraut. Das könnte ich mir von Mangala dann zum Beispiel auch vorstellen, wenn es diese Räume gibt. Und natürlich von dem Endo, der gerade zum Ende der Rückrunde das auch häufiger gemacht hat, sich mal mit nach vorne getraut hat, Abschluss gesucht hat. Das war schon, also da ist einfach ein Plan zu erkennen, und das ist einfach das Geile. Du siehst hier das zweite Testspiel und du erkennst den Plan des Trainers, der Mannschaft. Man hat das Gefühl, die Mannschaft hat verstanden, was der Trainer will, und das hatten wir ja manchmal am 33. Spieltag nicht. Also das, was du jetzt am zweiten Spieltag siehst. Ja, vor allem hast du einen Plan, nachdem dir deine Pläne A, B und C quasi weggebrochen sind, weil Kalajdzic ist noch nicht wieder da, Silas ist verletzt, Gonzalez ist verkauft, das waren ja quasi, Misintat würde sagen, deine offensiven Waffen, die fehlen ja halt komplett, und trotzdem gab es einen Plan, wie man zum Torerfolg kommen möchte, hat dann in der ersten Halbzeit nicht geklappt, und da musst du dann halt
der Hamadi erstmal reinkommen. Ja, dann sind wir schon bei den Toren. Ganz schnell erzählt, 47. Minute 1-0 Al-Ghadoui. Koulibaly davor mit starker Vorlage eben zum 1-0. Bei ihm merkt man, finde ich auch, dass der Akku wieder aufgeladen ist. Und ja, gegen St. Gallen war er viel geradliniger als sonst. Das war einfach ein Koulibaly, wie man sich ihn wünscht, möchte ich fast schon sagen. Natürlich auch noch mit Luft nach oben. Man hat auch gemerkt, nach dem 3-0 war es halt ein Sommerkick. Das hast du einfach gemerkt. Da war dann die Luft ein Stück weit raus. Aber Koulibalys Auftritt, da hat man einfach gemerkt, die Pause hat ihm gut getan und die Verletzung hat er hinter sich gelassen. Innenbandriss war es, glaube ich, oder? Wisst ihr es noch genau? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Irgendwas war es auf jeden Fall. Er war verletzt. Und man merkt einfach, der hat wieder Bock zum Kicken und das sah ganz cool aus. Das 2-0, auch wieder Al-Ghadoui, 49. Minute. Da gab es vorher einen klasse Steckpass von Philipp Clement, der gerade gegen diese unterklassigen Gegner immer wieder zeigt, was er so gut kann. Ja, also das Passspiel, auch mal den Abschluss aus der zweiten Reihe, wenn er halt ein bisschen mehr Zeit hat. Marc, ist das für dich von außen betrachtet vielleicht so sein Problem, dass die Bundesliga ein Ticken zu schnell für ihn ist? Vielleicht dieses Terodde-Phänomen. In der zweiten Liga super, wobei das hat bei Clement auch nicht geklappt beim VfB. Aber in der zweiten Liga ist er vielleicht besser aufgehoben wie in der ersten Liga. Boah, also du sprichst das Terodde-Phänomen an, das konnte ich mir bisher noch nie erklären. Denn jemand, der auf dem einen Niveau alles überragend ist, der muss auf dem anderen Niveau zumindest einigermaßen zurechtkommen. Also das erschließt sich mir nicht. Und ich würde sagen, wir warten da jetzt mal ab. Also ich könnte mir vorstellen, dass er als Joker eine ganz bedeutende Rolle noch spielen kann. Ich fand interessant in dem Zusammenhang wobei da kommen wir jetzt noch drauf auf sein drittes Tor. Mach erstmal das dritte. Das geht relativ schnell. Also 51. Minute wieder Al-Ghadoui, 3-0. Da war es dann Daniel Didavi, der so wirklich enorm viel Zeit hatte, um sich den Ball auf der rechten Seite auf den linken Fuß zu legen, dann zu flanken. Und Hamadi Al-Ghadoui hätte da wahrscheinlich, also gefühlt hat er keinen Gegenspieler gehabt. Das hat er relativ leicht reingemacht. Das sah schon sehr schwach aus von der St. Gallener Abwehr. Also auch der Torhüter hätte vielleicht ein bisschen anders reagieren können, kann ich mal Marc auch wieder fragen. Kann man den Torhüter da einen Vorwurf machen? Hätte der nicht rauskommen müssen? Ich meine es mit dem Augenzwinkern. Ja, also ganz, ganz undankbare Situation für einen Torhüter. Im Zusammenhang mit dem dritten Tor ist mir was Lustiges aufgefallen. In dem Moment, als das dritte Tor fiel, habe ich gesehen, wie Matarazzo an der Seitenlinie das Auswechselzeichen im Spaß gemacht hat. Sollte so viel heißen, den müssen wir jetzt runternehmen, weil besser wird's nicht mehr. Das ist völlig unmöglich und genauso kam es auch. Denn ein paar Minuten später hatte er eine riesen Chance auf dem Fuß, die er wirklich verstolpert hat. Ja, beziehungsweise halt einfach geschlafen hat ein bisschen und es hat ihn auch keiner gewarnt. Also alles richtig, eigentlich hättest du ihn nach dem Hattrick in 5 Minuten auswechseln müssen, weil da kann nicht mehr viel kommen normalerweise. Ja, jetzt gehen wir vielleicht noch ein paar Spieler durch, die mir aufgefallen sind. Ihr könnt ja dann gerne auch noch Spieler, die euch aufgefallen sind, hinzufügen oder eben dann eure Meinung zu den von mir genannten kundtun. Also ich fange mal an mit Philipp Förster, der mir sehr gut gefallen hat auf der 8, hat sich gut bewegt, gut auch die Räume ausgenutzt, hat sich zwischen den Räumen, wie man so schön sagt, immer gut bewegt, kippt mal ab, geht mal mit nach vorne, sehr unausrechenbar für einen Gegner. Also der knüpft eigentlich da an, wo er in der Rückrunde aufgehört hat, würde ich sagen. Ja, absolut. Und du hast doch eben erwähnt, so diese Durchlässigkeit in der Hierarchie. Und ne, in der ersten Halbzeit mit relativ vielen Neuen auf dem Platz wirkte Philipp Förster, was heißt wirkte, er war ja auch wirklich schon ein Anker eigentlich, zusammen mit Anton und auch Karasor als Kapitän. Also die drei waren ja so die Platzhirsche und haben dann die Jungen und die Neuen da so ein bisschen angeleitet. Und ich finde auch, er hat in den ersten 45 Minuten wirklich gut gespielt mit diesem klassischen Philipp Förster-Phänomen. Je näher er ans Tor kam, desto unkonzentrierter und unglücklicher wurden dann teilweise die individuellen Entscheidungen, weil er hat ja so ein paar Abschlusssituationen und jedenfalls, ich war relativ weit weg, aber das sah jetzt nicht immer optimal aus, also da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber bis zum Strafraum und bis in den Strafraum rein fand ich das ziemlich überzeugend. Ömer Beyers, den haben wir schon gegen Hollenbach und ich habe den gegen Hollenbach schon hervorgehoben und ich muss ganz ehrlich gestehen, da ging ja der Hype so richtig los nach dem Spiel, kann man fast schon sagen. Alle haben ihn abgefeiert und ich wollte ihn dann irgendwie kritisch sehen. Das gebe ich ganz ehrlich zu und habe gemerkt, nee, du wirst jetzt gerade zum Hater. Was ist denn das für ein Scheiß? Aber es war halt so ein Moment, wo ich dachte, du kannst ihn doch nicht nach so einem Spiel so abfeiern. Gott sei Dank habe ich mir das Spiel nochmal angeguckt, habe versucht, das Ganze sehr neutral zu bewerten. Und da muss ich halt einfach sagen, das ist ein fantastischer Spieler. Also wie der gegen den Ball spielt, also wirklich gut gegen den Ball, wie viel Zweikämpfe der führt. Der hat in 45 Minuten 3,5 Fouls begangen. Das ist enorm viel. Also
im letzten Spiel gegen Bielefeld hat der VfB, glaube ich, insgesamt 17 oder 11 Mal gefoult. Irgendwie, habe ich mir das mal rausgesucht, die Statistik, habe es aber wieder vergessen, damit man das so ein bisschen in Relation setzen kann, was der da abreißt. Und das war ja jetzt nicht so, dass seine Zweikämpfe ständig wahnsinnig naiv waren und er deswegen gefoult hat, sondern die meisten Zweikämpfe, die er geführt hat, hat er auch noch gewonnen und sehr clever bestritten. Also es gab zum Beispiel eine Szene gegen Ende der ersten Halbzeit, da ist er dann nach hinten gespurtet und hat sich praktisch in den Gegner reingestellt und ihm mit so einem, ich sag mal, Übersteiger mit so einer Drehung den Ball abgenommen. Dabei hat sich der Gegenspieler noch leicht verletzt. Aber das hatte jetzt nichts mit Beas zu tun, sondern da hat sich der Gegenspieler einfach auch ein bisschen blöd angestellt. Also das sieht einfach fantastisch aus. Dazu kamen richtig gute, präzise, lange Bälle, hat da ein paar Mal gut die Seite verlagert, hat auch unter Druck immer den Kopf oben, enge Ballführung, ist mutig, spielt vertikal. Und das erinnerte mich so ein Stück weit, natürlich noch lange nicht so ausgeprägt, an Wataru Endo, der auch so eine Spielweise hat. Immer vertikal, immer nach vorne, enge Ballführung, kaum vom Ball zu trennen. Natürlich noch nicht auf dem Niveau wie Endo. Aber das ist so auch von der Zweikampfführung, diese Härte, die da dabei ist, weißt du, auch keine Angst zu haben, diesen Zweikampf anzunehmen, das ist ein neues Element, das ich so auf der 8 beim VfB eigentlich bislang noch nicht hatte. Ob er das Niveau halten kann, müssen wir jetzt mal abwarten. Und ich glaube, dass St. Gallen jetzt auch noch nicht der Gradmesser ist für irgendeinen Bundesliga-Verein. Aber Marc, sag du mal was dazu. Das war schon überraschend, wie gut er ist, oder? Augenscheinlich, dass er spielt wie ein Spieler, der schon einige Jahre Bundesliga auf dem Buckel hat, gefühlt. Also fand ich auch sehr beeindruckend. Natürlich muss man abwarten, wie das dann auf dem Niveau tatsächlich funktioniert. Aber ich glaube, das kann ein totaler Gewinn sein, auf den ich mich riesig freue. Ja, das Überraschende ist ja, ne, dass er genau, du hast Endo angesprochen, dass beide ja körperlich erstmal so einen Kopf kleiner wirken als ihre Gegenspieler. Und Beas, ne, sieht von weit, finde ich, aus genauso wie Philipp Clement. Ähnliche Größe, ähnliche Statur. Und der wirkt halt nicht robust. Und dann siehst du ihn halt spielen und dann ist das halt sehr, sehr überraschend, was er seinen Gegnern da abverlangt. Extrem intensive Spielweise, also boah, auf den habe ich richtig Bock. Also und Scheiß, ein geiler Transfer. Ito. Mit dem konnten wir auch nichts anfangen, außer dass Sven Mislintat ihm das Prädikat Perspektivspieler gegeben hat. Und das heißt, wie gesagt, was, wenn Sven Mislintat sowas sagt, weil der kennt sich ja schon ein Stück weit aus, würde ich mal behaupten. Dementsprechend war ich gespannt, was Ito so kann. Und auch bei ihm war ich überrascht, wie abgeklärt er die Rolle als linker Halbverteidiger gespielt hat. Hat eine ordentliche Spieleröffnung. Zu Beginn wirkte er etwas hektisch, das wurde aber mit der Zeit besser. Und gegen Ende, fand ich, strahlte er fast schon Ruhe aus. Also das war für einen 21-Jährigen, 21 ist er, glaube ich, also auf jeden Fall noch sehr jung, extrem abgeklärt und ein sehr ordentlicher Auftakt hier beim VfB. Habe ich auch so gesehen. Also hat quasi die Lücke, die Kaminski hinterlassen hat, würde ich sagen, könnte er füllen. Also ich weiß nicht, wie man genau mit ihm plant. Zweite Mannschaft, erste Mannschaft, weil ich glaube es auch, wie man ihn einsetzt und so, sieht das für mich fast eher so aus, als ob er bei der Bundesligamannschaft dann halt irgendwie ein Backup spielen soll. Aber ich fand den Auftritt im Schliens wirklich sehr gelungen. Ich vermute eher zweite Mannschaft ist so die Planung. Weiß nicht, Marc, hast du da... Informationen habe ich keine, aber ich wollte da eigentlich genau dasselbe sagen. Wir brauchen auf der Situation auch dringend ein Backup, ja. Wenn ein, zwei Spieler ausfallen und du weißt jetzt ja auch nicht, was mit Kempf noch passiert. Also, und da fand ich auch den ersten Eindruck super, auch schon von der Körperlichkeit her bringt er echt richtig was mit. Dann noch Mo Sanko, wieder viel Tempo, wie schon gegen Hollenbach, diesmal aber mit mehr Aussagekraft, weil der Gegner halt ein anderer war. Und der hat halt Bock zum Zocken. Das merkst du ihm einfach an. Der steht da auf dem Platz und dann hat der einfach Bock zum Kicken. Und der deutete aus meiner Sicht nicht nur mit seiner Chance in der 30. Minute sein enormes Potenzial an, sondern du merkst eigentlich immer von ihm geht Gefahr aus, er strahlt Präsenz aus, er bindet die Verteidiger. Das ist schon beeindruckend, weil auch er ist ja noch ein extrem junger Spieler. Aber ich lehne mich jetzt hier weit aus dem Fenster. Der macht in diesem Jahr mindestens 10 Bundesligaspiele. Mindestens. Also, ich möchte keine Minuten sagen, aber 10 Bundesligaspiele traue ich ihm zu. So. Ja, mutig. Und der ist dann auch so jung, dass er mit dem Bus zum Spiel gefahren ist, was ich dann, das gibt doch mal Bonuspunkte. Das ist cool, ja. Ja, man könnte auch sein, hättest du ein Fahrrad nehmen können. Also, nein, also, fand ich auch cool. Es ist viel zu gefährlich, in Stuttgart mit dem Fahrrad zu fahren, du. Ist ja nicht Freiburg hier. Also, dann Ahamada, den habe ich vorhin schon angesprochen. Der spielt viele kluge Bälle, fing auch viele Angriffe ab. Eine gute Zweikampfhärte, allgemein, wie er die Zweikämpfe führt, sah deutlich gereifter aus, möchte ich mal sagen, im Vergleich zu den Spielen gegen Leipzig und gegen Bielefeld. Aber auch hier mit der Einschränkung ist natürlich ein ganz anderer Gegner, ganz anderes Tempo, ganz andere Intensität, ist schon klar. Aber trotzdem sieht man ja, ob sich ein Spieler zumindest
ein Stück weit weiterentwickelt oder ob das gleich wieder eine Stresssituation ist, wenn er jetzt auf der 6 spielt und trotzdem gegen Profifußballer agieren muss. Und das sah schon gut aus. Hart, aber fair, habe ich dazu geschrieben. Gefällt mir eigentlich auch die Spielweise von ihm. Kann ich aber noch nicht endgültig bewerten, weil, wie gesagt, da brauche ich noch ein bisschen mehr Qualität gegen Ahamada, um dann beurteilen zu können, dass er auch unter Druck und in schwierigen Situationen sich weiterentwickelt hat. Ich denke mal, da sehen wir dann mehr gegen Mannschaften wie Liverpool oder vielleicht schon gegen Darmstadt morgen. Müssen wir mal abwarten. Oder für euch wahrscheinlich heute. Al-Ghadoui macht den Hattrick und das Besondere war, ein Tor macht er mit links, ein Tor macht er mit rechts, ein Tor macht er mit dem Kopf. Das ist gut, aber reicht das, Marc, um der Backup für Sascha Kalajdzic zu sein? Oder muss der VfB eigentlich dann nochmal nachlegen oder reicht dann ein Sanko? Oder wie beurteilst du das mit Kalajdzic? Also ich habe es ja vorher schon gesagt, ich denke, Al-Ghadoui ist der perfekte Joker und ich könnte mir auch vorstellen, dass das so die Rolle ist, die ihm auch zugedacht ist. Natürlich kann er auch von Anfang an spielen, aber könnte mir vorstellen, dass ihm da in der Gesamtheit über 90 Minuten vielleicht auch die Durchschlagskraft fehlt und man sich vielleicht auch als Gegenspieler doch recht gut auf ihn einstellen kann über die Gesamtheit eines Spiels. Wenn er aber immer 3 Tore macht, ist das okay, dann dürfen die sich gerne auf ihn, nach den 3 Toren gerne auf ihn einstellen. Also das ist okay. Da muss man jetzt mal gucken, auch wie es mit verletzten Spielern aussieht. Man weiß ja jetzt nicht auch, wann Silas zurückkommt. Aber Kalajdzic ist natürlich unangefochten und unser Zielspieler da vorne drin. Aber auch da muss man schauen, dass man nicht zu ausrechenbar wird. Also eine Variante da reinbringen zu können und das System vielleicht auch mal umzustellen, überraschend, würde uns sicher gut tun. Ansonsten haben wir aber genug Offensivkräfte, mit denen man auch verschiedene Systeme spielen kann. Also da wäre ich relativ entspannt. Al-Ghadoui ist noch vor Moussanko, oder Sebastian? Oder siehst du da schon langsam eine Verschiebung? Naja, aber wenn du jetzt explizit das Kalajdzic Backup ansprichst, dann würde ich sagen, ist Al-Ghadoui definitiv vor ihm, weil für mich spielt Moussanko auch eine andere Rolle. Der könnte meines Erachtens dann auch mit Kalajdzic zum Beispiel mal spielen. Ne? Der ist ja dann eher ein Typ wie vielleicht ein Mateo Klimowicz. Also ist schnell, technisch stark und jetzt nicht einer, den du vorne in den 16er stellst und dann mit Flanken fütterst, wie die zwei dann vielleicht eher. Er ist umtriebiger, da gebe ich dir recht, aber also wenn du jetzt, also Klimowicz ist, sag ich mal, dann Gegenball schon nochmal anders als Moussanko. Aber der ist schon auch, ich weiß, was du meinst, der ist schon auch bereit, da Zweikämpfe zu führen, sich Bälle abzuholen. Aber weil er halt so ein, ich finde, so ein intensives Anlaufverhalten auch hat, also so brutal drauf geht auf die Abwehrspieler, finde ich es fast schon geiler, wenn er wirklich in der ersten Reihe, in der ersten Kette vorne steht und die da schon unter Druck setzt. Und dann können Spieler von der 8 nachrücken und sozusagen den Druck forcieren und dann hast du so Situationen wie gegen Dortmund, da hat der VfB das super mit Pressingfallen gelöst und sich ganz oft Bälle geholt. Dass so ein Spieler wie Moussanko eigentlich derjenige, der diese Pressingfallen, sage ich mal, mit auslösen kann. Also ja, wahrscheinlich kann der alles spielen, so gefühlt. aber am besten finde ich ihn im Sturm. Aber gerne auch mal Kalajdzic und Sanko vorne drin. Also warum nicht? Probieren können wir es. Luka Mack habe ich noch mit drauf. Habe ich mir auch ein bisschen genauer angeschaut, muss ich sagen. Und was mir da aufgefallen ist, gute Pässe, gute Spieleröffnung, auch ein gutes Zweikampfverhalten, aber nicht so auffällig wie andere Spieler. War natürlich jetzt auch nicht das Spiel, der hat in der zweiten Halbzeit gespielt, da stand es dann schnell 3-0 und die St. Gallner haben jetzt auch nicht unbedingt versucht, schnell zurückzuschlagen oder dergleichen. Also der konnte sich jetzt auch nicht so auszeichnen, wie er es vielleicht gewollt hätte. Und Florian Müller, und da ist der Marc wieder mit im Spiel, den fand ich eigentlich auch ganz gut, mit 2 guten Saves aus meiner Sicht. Und was mir besonders aufgefallen ist, war die Passsicherheit. Total locker hinten rausgespielt, auch unter Druck. Ist dir noch mehr aufgefallen? Ist mir aufgefallen, das wurde aber auch als seine ganz große Stärke genannt und unter anderem auch einer der Gründe, wieso er so gut in das System und die Spielvorstellung oder das Konzept auch passt. Und da deutet er bisher an, dass er da absolut ein super Mann ist und da auch Kobel in nichts nachsteht, würde ich sagen. Vielleicht sogar ein Hauch eleganter wirkte. Ja, das würde ich so unterschreiben. Also zumindest gegen St. Gallen wirkte das so. Jetzt muss man auch natürlich da mal abwarten, wenn dann andere Qualitätsspieler gegen ihn spielen. Das, wie gesagt, ist hier alles mit Vorsicht zu genießen, aber man bildet sich ja eine Meinung über mehrere Spiele und natürlich verändert sich die dann auch mal. 2 Lowlights, möchte ich mal sagen, habe ich dann auch noch mit dabei. Zum einen wieder Roberto Massimo, der wie schon gegen Hollenbach eher mit kleinen Fehlern auffiel. Und auch hier wieder der erste Kontakt, der passt oft nicht so richtig. Dann trifft er die falschen Entscheidungen und wirkt selbst jetzt gegen unterklassige Gegner fahrig. Also
Täuscht mich da mein Eindruck oder hat der fast schon einen kleinen Schritt zurückgemacht im Vergleich zur Rückrunde? Weil da wirkte er ja so, als ob er jetzt irgendwie ein Turbo zündet. Also gegen Bielefeld war er kurz davor, dann wirklich sein erstes Bundesliga-Tor zu erzielen. Und da hatte ich echt das Gefühl, da geht noch irgendwas. Und jetzt nach diesen beiden Testspielen, ja, also bitte kreuzigt mich dafür jetzt nicht. Ich weiß, die Gegner, das ist nicht aussagekräftig und was weiß ich. Aber gerade von solchen Spielern erwarte ich mir da noch einen Ticken mehr, Sebastian. Ja, habe ich auch so gesehen, vor allem, weil er das Potenzial und die Qualität hat, dann gegen unterklassige Gegner auch richtig, richtig aufspielen zu können, richtig stark aussehen zu können. Und das hat er halt, ja, du hast gerade eigentlich das Gegenteil gezeigt. Ne? Fahrig ist, glaube ich, genau das richtige Wort. Also falsche Entscheidungen, technische Unsauberkeiten. Also er ist definitiv, also wenn Koulibaly die Sommerpause, die kurze, gut getan hat, dann hat sie ihm anscheinend nicht gut getan, weil er war definitiv zum Ende der Rückrunde letzten Saison stärker als jetzt bei den ersten Auftritten, die wir gesehen haben. Aber vielleicht gibt's jetzt auch. Vielleicht braucht er auch nur bessere Gegner. Das kann natürlich auch sein. Und den zweiten Spieler, den ich auch schon gegen Hollenbach hervorgehoben habe, negativ, nehme ich jetzt auch nochmal mit dazu, das ist Atakan Karasor. Auch den fand ich jetzt nicht so überzeugend gegen St. Gallen. Ich würde sagen, der hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber auch kein gutes. Ich würde eher sagen, zwar eine durchschnittliche Leistung. Viele unnötige Fouls sind mir noch aufgefallen von ihm. Ja, vielleicht auch bei ihm dem geschuldet, dass jetzt halt wirklich gerade eine anstrengende Trainingswoche hinter ihm liegt. Schwer zu beurteilen. Aber wir wissen ja, dass er es besser kann. Also von daher ist es vielleicht auch mal okay, wenn Spieler dann ein bisschen brauchen, um wieder reinzukommen in die neue Saison. Und ich möchte das jetzt absolut auch nicht überbewerten, aber ich wollte es halt erwähnt haben. Bei ihm, finde ich, täuscht man sich manchmal ein bisschen. Aufgrund seines Habitus wirkt er manchmal so ein wenig schwerfällig und auch als ob alles im gleichen Tempo vor sich gehen würde. Das ist aber einfach sein Stil. Ich finde, es gab Situationen auch am Samstag, da hat er einmal richtig Gas gegeben und da war ich überrascht, welche Geschwindigkeit er entwickeln kann. Also ich denke, man tut ihm da auch ein bisschen Unrecht. Das kann schon gut sein. Also da möchte ich mich auch nicht von freisprechen, weil ich habe das häufig, dass ich dann zwei, drei Aktionen sehe, die gefallen mir nicht so gut. Und dann hast du irgendwie nur das Auge für die negativen Dinge. Also dann achtest du darauf, was macht er sonst auch nicht so gut. Und das, was er normal oder erwartbar gut macht, das registrierst du gar nicht mehr. Also davon kann ich mich auch nicht freimachen. Ja, und deswegen sage ich ja auch immer wieder dazu, bitte nicht an die große Glocke hängen oder zu hoch bewerten, was ich jetzt hier sage. Das sind einfach nur die Eindrücke, die ich gewonnen habe, als ich mir das Spiel zweimal anschauen durfte. Einmal schlecht synchronisiert, einmal gut synchronisiert. Das möchte ich hier nochmal loswerden.